Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Heinis hier. Von den Testoleros. Wir testen heute. Walter Surprise. Walter hat wieder was bestellt. Was steht denn hier? Absender war oder ist Tim Kellner. Da wohl drin sein. Tim Kellner. Grüße gehen raus an Tim Kellner. Das ist doch der Love Priest, oder? Ja, auch immer der ist. Ist der das nicht? Wir gucken mal, was ist denn hier drin? Ah! Love Priest Broy. Und eine Schwipsbrause. Ja, schön clean. Ja. Ja, was sind das? 0,33, 0,25? Das war gleich alles. 200 Milliliter sind das da. 200? Ich hab's 250. Mit Bier, ja. Der Sekko ist sind 200 Milliliter. Herbal mit zugesetzter Kohlensäure. Gewonnen in Österreich aus in Italien geernteten Trauben. Ja, was zuerst eigentlich? Ihr Bändchen hat er auch bestellt. Ungeimpft. Love, Peace and Harmony und unbeugsam. Gut. Und da ist übrigens so eine verrückten Pullover hier. Genau, dann probieren wir mal. Mit was versorgen wir uns den Geschmack? Willst du zuerst mit Bier, ja? Nee. Also ich würde zuerst die Schwipsbrause. Okay. Na zum Wohl. Mal gucken. Boah. Gut, der ist nicht zu süß, nicht zu sauer. Obwohl der einen sauren Nachgeschmack hat, ne? Mhm. Also der geht so sauer rüber. Ist auf jeden Fall kein Trockener, ist eher so, na, so Mittelding, ne? So halbtrocken, lieblich eher. Altes Perlwein. Würde ich Perlwein trinken, würde ich das so mir mal gönnen. Positiv ist, du kannst es überall mitnehmen. Ja, wenn man unterwegs ist, in die Tasche rein. Genau. Kannst du hier Frauentaschen oder hier mal Seitentaschen oder hier mal. Deshalb ist es wahrscheinlich so klein, weil du mal schnell irgendwie mal zwischendurch mitnehmen kannst und da auf dem Weg trinken kannst oder was auch immer. Was mir bloß negativ ein bisschen aufstößt, ist, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich das Metall nachschmecke. Also ich kann das auch schlecht beurteilen. Also ich wäre auf jeden Fall eher bei 2 oder 3 von 5 Sternen. Aber nur wegen der Aufmachung, die so gut ist. Ja, die Aufmachung ist schon cool, ja. Und weil es halt so praktisch ist. Und die dritte Flasche geht natürlich an Cindy, die kann sich das auch mal gönnen. Ja. Also Cindy, gönn's dir, kannst du nachher trinken. Kann man mal trinken, also wenn es mal schnell gehen muss, ihr seid unterwegs, dann kann man sich das mal gönnen. Bei 200 Milliliter 3 von 5 Sterne. Na dann. Prost, Tim. Genau, Prost. Love Priest. Check den Shop. Genau. Könnte ich mal dann nehmen, wir müssen doch mal geben. Das ist aber so ein typisches Merchandise-Produkt, oder? Ja, denke ich. Also das ist, wenn hier der Hersteller steht, dann wird es so sein, dass man da anschreiben, anrufen kann und sagen, okay, pass auf, die und die Mischung hätte ich gerne. Gehen wir von aus. Ne? Nee, ich glaube, so weit geht's ja nicht. Meinst du nicht? Nee. Oder meinst du, dass die produzieren das einfach und dann wird hier die Dose gemacht? Du musst uns jetzt ein Bild schicken. Also quasi diese. Ja. Das kannst du denn bearbeiten, dann da hochgeladen. Dann lässt er sich vielleicht eine Probe schicken und dann. Sag da gut, jetzt setze ich das auf meinen Shop. Ja. So wie in diesem T-Shirt-Business. Klar, macht Sinn, weil guck mal, stimmt, du hattest das hier klebst. Einfach was ruffig, ja. Ja. 3 von 5 für die Schwipsbrause. Bei Love Priest. Übrigens Link unter dem Video in der Beschreibung einfach anklicken und dann kommt er zur Brause bzw. zum Shop. Genau, dann könnt ihr euch auch mal die Preise angucken.
Und den Kanal vom North Priest verlinken wir natürlich auch. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, wa? Genau. Nächste Folge, nächstes Getränk, das Bier quasi vom Love Priest. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal. Genau. Und wir sehen uns. Macht's gut. Bis demnächst.